Blub, blub, Leute, ja, wir müssen das hier nochmal aufnehmen, weil wir gerade, weil ich gerade verkackt habe. Oh, da unten. Taking damage as the Metli hammers in the foundry. Hungry for battle, Underlord. The Empire's fire breather does what his name suggests. Okay, wir kriegen jetzt nochmal eine kleine Einführung. Aber Leute, ich habe gerade den Computer abschmieren lassen, deswegen müssen wir das Ganze nochmal schnell machen. Und ja, ich weiß jetzt schon ein bisschen, wie das hier laufen wird. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Das ist ja absolut nicht schlimm. Im Grunde ist das sogar sehr cool. Weil das hier ist richtig, richtig schön gemacht. Und ich habe kein Geld mehr. Scheiße. Müssen hier hoch, glaube ich. Warum spielt das jedes Mal eigentlich ab, wenn ich wieder starte? Sollte es eigentlich nicht. Okay, Diener sind unzufrieden, weil er nicht bezahlt wurde. Ja, 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 ich arbeite dran, Leute. Hier wird doch bezahlt. Alles gut. Okay, hier oben soll der bitte auch noch schnell hin, dann macht das alles kaputt. So, wie können wir das hier am besten besser machen? Wenn wir die zwei Reihen hier noch wegnehmen. Noch ein paar mehr Imps. Hier müssen wir auch hoch. Das hier funktioniert, haben wir gemerkt. Sehr cool. Ich hoffe nur, wir kriegen ihn hier auch bald. Aber ich glaube, wir brauchen einfach mehr Succubi und die müssen auch was selber machen. Sind wir wieder da, Leute? Ich hoffe es. Ich würde gerne... Ja, hören und sehen. Okay. Sehr gut. Hat Chiro gesagt. Super geil. Dann passt das ja. Bitte hier rein. Und dann da... Oder... Ah, ich kann doch nicht da oben rein. Schade. Dann werden wir die Sachen schnell übernehmen. Die hier auch noch. Auf alle Fälle ist gut, dass wir das hier haben. Wir müssen hauptsächlich hier mit unseren Leuten schnell voran. Schnell, schnell voranschreiten. Und alles kaputt hauen, was hier ist. Okay, jetzt in beide Richtungen weiter. Das heißt, wir können hier hinten weitergehen. Da kommen wir sowieso jetzt hin, ne? Okay, ihr habt das zerstört. Dann geht mal wieder eurer Wege ein bisschen. So. Okay, wunderbar. Wir sind fast wieder auf dem Stand von vorhin. Eine halbe Stunde eigentlich dazwischen, aber ist nicht so schlimm. Wir wollten das Spiel ja sowieso ein bisschen länger spielen, ne? Was ist das denn? Ach, hier ist eine Wand, oder wie? Okay. Oh, wo denn? Oh, Geister. Warum? Ihr solltet korrumpieren, nicht sterben. Vor allem er muss korrumpiert werden. You've discovered a perception shrine. Okay, Phantome. Your minions fight the enemy. Da unten fightet ihr. Das ist nicht so cool. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich kann dir einfach helfen. However, it looks heavily defended. Da oben, okay. If you feel confident with your army's strength, you should head to the east. Da wollen wir noch nicht hin. No reinforcements to be gained. Wir wollen das hier haben. Wir wollen am besten hier eine Tür haben, denn ich weiß, wir können sie bald bauen. Und ich will allerdings hier noch ein paar Türen haben. Wie wäre es eigentlich einfach hier noch eine? Oh, hier kommen sie. Natürlich nicht so cool. Alle mal dahin. Tudu! Sehr schön. Was hatte ich hier gemacht? Ein Refugium, ne? Ja, das machen wir noch nicht. Ich brauche erst diese neuen Zauber. Unbedingt. Das heißt, meine Mana-Worker müssen hier mal ein bisschen loslegen. Hier. Erforschen. Ich glaube, das war ein Artefakt der Erfahrung. Okay, wir können eigentlich wieder ein paar zu uns holen. Ich hätte gerne einen Feuerspucker. Ich hätte gerne einen Wärter. Haben wir noch irgendeinen interessanten? Okay, wir haben hier noch nicht. Hier aber. Zumindest einen. Könnt ihr ja mal dahin. Ah, seht ihr, hier oben kommen sie auch schon durch. Sehr gut. Hier haben wir noch mehr Trainingsgerät. Hier haben wir Tavernen, die auch voll sind. Großartig. Kleine Viecher. Hier. Es ist ein bisschen viel Geld, das ich jetzt raushaue, aber wir müssen es raushauen. Habe ich so das Gefühl, denn wir brauchen noch mehr davon. So, wir müssen mehr forschen. Forschen, 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 forschen. Das ist sehr wichtig und sehr cool. Wo habe ich die hingeschickt?
Ach so, hier, wo die Typen herkamen, ne? Ja, genau. Haut die mal ein bisschen tot. So, jetzt kann ich aber wieder in den Chat gucken. Bevor derselbe Mist mit dem Foltern passiert wie vorhin, schmeißen Succubus in den Folterraum. Genau, dankeschön. Habe ich aber vorhin auch gemacht und es hat nichts geändert, Shiro. Es hat nichts geändert. Oh, ich habe das Artefakt eben gar nicht eingesetzt, merke ich gerade. Seht ihr, ich bin noch ein bisschen am Üben und Lernen. Ihr wisst ja, wie sowas ist, ne? Du und du. Ich hoffe, es war jetzt nicht derselbe. Nein. Ja, sehr gut. Dann. Ah, du bist natürlich scheiße drauf. Ja, zugewiesen Folter. Okay, okay. Danke, Shiro. Super, läuft. Ja, es war auch früher in Dungeon Keeper so, dass man die zuweisen musste, aber ich hatte jetzt echt nicht mehr dran gedacht. Okay, ihr seid eigentlich wieder soweit. Ich will da. Das ist ein bisschen fies mit dem UI-Element, weil man mit der Hand nicht so ganz abschätzen kann, wo man gerade ist und wie das dann ausschaut. Ich habe nicht genug Gold. Ich brauche einen Punkt, Leute. Wenn wir einen Punkt haben, dann kann ich nämlich Blutgeld freischalten und das wird es richtig, richtig bringen, sage ich euch. Ihr habt alle ziemlich Hunger, ne? Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Ganz viele Schatten, die hier rumporten. Das ist so cool. I like it. Das hier könnten wir noch vergrößern, aber will ich? Das ist die Frage. Wir können das hier noch vergrößern. Machen wir hier zu zweit raus noch. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Gold. Das heißt, wir müssen den einen Punkt haben. Wenn wir den haben, ist alles okay. Das war beim letzten Mal auch so. Beim letzten Mal. Die können weg. Das ist ja nur ein Aussichtsaußenposten. Nur so ein... Nee. Warte mal, können wir nicht hier... Den Spucker will ich eigentlich nicht nehmen. Ich hätte einen Knarzling gerne ein paar. Hier von einem, da von einem. Und die will ich alle hier haben. Greift mal da an, bitte. Zap, zap. Sehr gut. Wenn wir da den Durchgang haben. Du bist ein bisschen pissy. Du sollst foltern, das ist sehr gut. Ah ja, gut, wir brauchen auf jeden Fall die Trullers hier. Früher waren es eiserne Jungfrauen. Irgendwie fand ich die besser. Ich weiß auch nicht warum, aber ich fand eiserne Jungfrauen irgendwie die passendere Form als ein Succubus. Succubus ist schon wieder so klischeehaft irgendwie. Kritik auf hohem Niveau, I know, but still. Ja, überall Refugien. Sehr gut, da haben wir wieder einen Corrupted. Das heißt, ich will den Fünfer haben. Und ich will den Vierer haben. Zap, zap. Have fun beim Foltern, Baby. Der muss auf jeden Fall corrupted werden. Aber irgendwie macht sie da keinen Fortschritt, hä? Doch, komm, komm, komm. Ja, geil, den Baden. Stufe 10, Leute. Der wird awesome. Der wird uns richtig was bringen, sage ich euch. Die Geister weiß ich noch nicht, ob die so Sinn machen. Das Problem ist, wenn du eine Rally-Flag laufen... Ja, ich weiß, dann laufen sie dahin und foltern nicht. Ja, ja. Deswegen will ich die auch gerade nicht so viel einsetzen. Aber das war halt die einfachste Methode, um alle schnell... dahin zu bringen. Ah, das ist ein Spucker von uns. Okay, cool. Oh, yeah, it's payday. Oh, toll. Nicht irgendwie, als hätte ich Kohle oder so, weil die blöden Kultisten nichts tun. Warte mal. Wir haben doch gerade was gelernt. Warum setze ich das nicht einfach... Gary, warum setzt du das nicht einfach ein? Guck mal hier. Guck mal hier. Ihr zwei Spatten da. Feuerspucker. Saufender Zwerg. I like it. Oh, es ist so cool, dass wir die jetzt echt konvertieren können. Ich glaube, das ging vorher gar nicht, weil es noch keine Folter gab. A strange power weakens me. Nice. Finish quickly, Underlord. I need further assistance elsewhere. Okay. Kriegen wir schon hin. Ah, guck mal, hier ist nämlich auch noch ein Archiv. Sehr gut, das heißt, wir sollten wohl in die Richtung jetzt weitergehen. Finde ich eine gute Sache. Knarzlinge. Wir haben einen weniger, das ist nicht so cool. Da ist anscheinend schon einer abgenippelt oder so. Auf alle Fälle sollte jetzt dahin hin. Ich kann auch, glaube ich, eine Rally Flag für nur eine Gruppe von denen machen oder sowas, meine ich. Wir können alle Bestien zusammenrufen. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Ah ja, okay. Gut, das ist unzufrieden, weil ich bezahlt wurde. Ja, Leute, wenn ihr mal ein bisschen arbeiten würdet, dann würdet ihr auch bezahlt werden, sage ich euch. Scheiße, ihr könnt da nicht hin. Your minions fight the enemy. Ah, da oben. Okay, du nicht, aber der Zwerg kann mitspielen und ihr könnt auch mitspielen. Und ihr könnt auch mitspielen. Have fun. Ja, die sind insta-down.
Ja, ich habe vergessen, dass man die einfach auch so besser nehmen sollte und dann, also auf die Hand nehmen und dann irgendwo absetzen. Das ist die klügere Variante, um zu kämpfen. Ihr zwei, bleibt bitte hier und forscht. Ich brauche den einen Punkt, dann haben wir unendlich Gold, dann ist alles gut. Weil ich habe so viele Leute in meinen Zellen, dass es absolut kein Problem ist. Wir werden richtig Kohle damit machen. Einfach damit, dass wir die hier opfern. Brauchen eh nicht mehr so viele, ne? Du bist nur Stufe 4, haben wir hier noch einen besseren? Ja. Nehmen wir noch einen Wärter. Egal, welche Stufe du bist. 2. Brenne. 92! Ja, Blood Money ist super. Dam. Monies. We want Monies. Und hier werden auch noch ein paar. Du. Ihr werdet alle zu Monies. I like it. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Kohle genug erstmal. Hier hinten war aber noch mehr Kohle zu holen, das weiß ich. Und da werden wir auch gleich noch hingehen. Aber erstmal holen wir uns ein paar Minions. Du. Ich muss ein paar auch noch arbeiten lassen, deswegen nehme ich nicht alle. Ich kann nicht mehr nehmen. Scheiße. Aber hier, ihr macht mal hier Spaß. Komm. Oh, hier sind Fallen. Natürlich fies. Oh well. Sollen sie mal machen. Weil ich es gerade bei Steam sehe, gibt es mittlerweile eigentlich auch eine ähnliche Kreatur wie den Horny. Ah, Horny war ja... Horny war ja extrem special. Für die Leute, die es nicht kennen, Horny war im Grunde der Oberdämon. Der war im Grunde der Teufel selbst. Und der war unbesiegbar und konnte nur eine bestimmte Zeit im Dungeon bleiben, wenn man ihn gerufen hat. Und musste auch bestimmte Sachen mussten erfüllt sein, damit man ihn überhaupt rufen kann. Es gibt bisher keinen Horny, von dem ich wüsste, Paint, aber es kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Wir haben eben gesehen, dass die Speicherstände ein Jahr her sind. Also über ein Jahr. Deswegen wisst ihr, wie selten ich gespielt habe. Okay, Priesterin. Geil. Fehlgeleitet Glauben. Ah, ich liebe es, wenn jemand corrupted wird. Aber noch mehr liebe ich es, wenn die Goldstatuen kommen. Wo hab ich denn? Das machen wir erstmal fertig, dann haben wir zwei Archive. Aber nicht wirklich ein gutes, ne? Oh, wir haben ihn. Oh, cool. Wir können jetzt die Moral erhöhen. In der Taverne mit dem Baden. Das ist ja geil. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Yay. Sau gut. Noch eine Menge Statuen. Das Archiv können wir auch verbessern. Ich weiß, ich brauche nicht so viele Archive, aber ist egal. Wird schon passen. Ich will auf jeden Fall mehr Bestien. Jetzt, wo wir die Kohle dafür haben. Bestien. Go. Dann, okay, jetzt haben wir hier richtig einen raus. Mehr Folter. Wir können mal hier mehr Folter versuchen. Wir haben jetzt auch Platz, um noch mehr rauszuhauen, Leute. Das werde ich auch nutzen wollen. Hier geht das Archiv noch weiter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genügend Archive, aber ich will vor allem auch noch... Und das werden wir jetzt hier hinsetzen. Ein Ogre has died and left behind quite a harrowing browser history. Browser history? Oh, wie schön. Wo haben wir denn einen Ogre? Und hier wurden sie gerade attackiert. Das ist okay. Holt euch in der Taverne ein bisschen Futter. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier ein bisschen safer wird. Und hier, was wollen wir hier hin haben? Wir können noch eine Folterkammer machen. Ein Alchemistenlabor haben wir auch noch nicht. Aber da kriegen wir gleich noch eins. Das Heiligtum will ich hier hinten hin machen. Hier hinsetzen. Das könnte passen. Ja, machen wir noch so. Aber ein riesiges Heiligtum, das wird großartig. Viel größer, als wir es jemals brauchen können, aber das ist mir ja wurscht. Das müssen wir noch ein bisschen vergrößern. Neuer Skarg, sehr gut. Das hier ist auch schon uns? Ne, das ist nicht uns. Aber es wird jetzt uns, okay. Sehr gut, dann ist der Bereich schon mal gesichert. Hier haben wir noch ein Refugium. Hier oben, was war hier oben?
Ja, die Artefakte, die wollen wir jetzt haben, Leute. Großartig. Hier können wir noch was hinbauen. Ah, gut, wir haben doch noch Platz, um was zu bauen. Ich war schon, hatte die Befürchtung, wir könnten echt nichts mehr bauen hier. Heiligtum. Go. Oh yeah, baby. Das ist mein Heiligtum. Sehr schön. Hier können wir richtig kranken Scheiß machen. Das ist immer noch nicht erforscht. Davon haben wir noch nichts. Okay, Türen. Da eine Tür, da eine Tür. Da eine Tür, da eine Tür. Obwohl... Ja, ist okay. Wir haben noch eine Sünde. Und... Goldsucher. Habgier. Gesamten Mana-Vorrat in Gold. Wut. Die Schadenswirkung und den erlittenen Schaden erhöht. Finde ich alles doof, aber nehmen wir mal die Wut. Okay. Wir beenden die Mission noch nicht. Beschwer dich bei Gary. Hallo Polarwolfin. Da will man klammheimlich reinschauen, wirst du verraten. Tja. Hier gibt's kein klammheimlich. Hier gibt's nur offen und ehrlich. Hallo, hallo. Verstecken ist nicht mehr. Die gemütlichen Zeiten sind vorbei. Ja, genau. So. Hier wird nicht versteckelt. Wäre ja noch schöner. Da, da, hier auch. Hier können wir ein paar Fallen reinbasteln. The Bone Chiller will emit a freezing mist that reduces the movement speed of enemies. You can also click the Bone Chiller to unleash an icy blast, which will stun enemies and deal significant damage to Ember Demons. Click the Bone Chiller to unleash its praktisch genug Geld für immer. This will stun enemies and do significant damage to Ember Demons. Okay, wir können noch eine machen, das ist klasse. Nehmen wir mal Habgier. Avarice unlocked. A new sin is available to you. Avarice will slowly convert your entire mana pool into gold. Durch Verteidigungsanlagen. Ach stimmt, dafür müssen wir ja auch Mana bezahlen. Das ist ja bescheuert. Transmutation unlocked. Okay, hier wollte ich haben. Nehmen wir mal ein Alchemistenlabor. Wenn ich das nochmal vergrößere, dann haben wir auch ein passendes. Hier hinten können wir noch weitergehen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Außerdem ist da noch ein Alchemistenlabor. Das heißt, wir bräuchten nicht unbedingt eins, aber ist egal. Auf jeden Fall sind hier auch noch Gegner, beziehungsweise ein paar unserer Leute, die wir freischalten können und die hier diese Sachen, die Kesselrassler, die das bedienen können, das Alchemistenlabor. Multi-Accounts nicht gerne gesehen sind. Was? Drei Accounts, Wölfin? Wow. Okay. Ist auch eine Menge. Habgier ist bereit. Ach, gucken, was können wir schon wieder machen? Ah, interesting. Ah, und dadurch kriegen wir Insta-Gold. Das ist super. Aber wir sollten auch noch den anderen Goldzauber in Betracht ziehen. Denn wir haben volle Zellen, oder? Haben wir nicht volle Zellen? Ich weiß gerade nicht mehr, wo die Zellen sind, wie immer. Da. Ja, komm. Not enough mana. Oh. Scheiß Habgier. 1000 Gold ist nicht so wirklich viel. Ich will lieber hier das machen. Das bringt irgendwie mehr. Und kostet nur 100 Mana. Na komm. Time to pay your minions, Underlord. For all their hard work. For all their hard work. Ja, die arbeiten nicht hart genug, Leute. Das geht nicht. Da. Gold. Ich brauche ein Gold. Not enough mana. Gib mir... Oh, den Stufe 5er, den will ich aber behalten. Have fun. Ja, du bist aber nicht der, der brennt, oder? Nein, du bist nicht der, der brennt. Ich habe irgendwo noch einer, der brennt. Nein, korrumpieren, korrumpieren. Ich glaube, bei brennt nur einmal und danach ist alles wieder auf korrumpieren gestellt. Finde ich gut. Und die werden alle konvertiert und der darf zuschauen. Jawohl. Und jetzt bist du auch dran. Wir brauchen die Kohle. Hier oben haben wir noch ein bisschen mehr für eine Folterkammer. Wunderbar. Ah, schön. Leider ist das hier jetzt doch offen, das wollte ich nicht. Aber wenn das... Ich glaube nicht, dass es noch was bringt. Uns fehlt hier ein Feld.
Ihr baut schön das Gold ab. Hier könnten wir noch irgendwas hinlegen. Wie wär's mit Betten? Läuft. Oh ja, ich auch. Alle hier hin. Get you gone from here, Cart. Heal will restore an injured minion based on their current health. The healing energies will be shared with other nearby minions if they are also injured. Shockwave. Oh crap. Blast of Eldritch. Da kommen sie jetzt richtig an. Aber gut, dann haben wir mehr in den Schatzkammern. In den. Oh nein. Der ist nur K.O., okay. Ich dachte, unsere Minions wären gerade draufgegangen, aber ich glaube nicht. Okay, läuft, läuft, läuft. Den Kram können wir alles mal... Kann man das alles hier weghauen mit einem? Ja, sehr gut. Nee, ach so, so. So wird es mir nur nicht mehr angezeigt. Ja, aber ich lasse es erst nochmal. Obwohl, das nimmt den Chat so ein bisschen weg. Weg damit. Okay. Kurz nochmal drüber gucken. Hier können wir noch ein bisschen der Piglets holen. Hier können wir, was ist das? Eine Kaserne bauen. Noch ein bisschen erweitern. Können wir eigentlich nochmal erweitern? Damit sie so offen. Gefällt mir nicht. Ich würde gerne hier durch. Ich weiß noch nicht mal, wie das funktioniert, Leute. Ah, das hier ist ein Ritual auch noch, die Habgier. Okay, cool. Da brauchen wir also Ritualleute für. Was ist das? Schutztotem. Ersatzerde. Ersetzt ein Bodenfeld durch ein Erdfeld. Wühlmine. Fügt Wandfelden im Gebiet 100 Schaden zu. Außenposten. Okay, interessant. Underminer complete. Und bumm. So war das. Ich bin gespannt, was hier jetzt kommt, was hier jetzt gibt. Ich habe den angezündet, wie ihr seht. Yes! Bam, 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 bam. Alles kaputt machen. Nice, I like it. Ah, ich wusste, das geht irgendwie. Das sind Bauwerke. Ah, okay, 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 okay. I get it, dude. Get it. Ah, das hier ist nicht so geil. Sind meine Leute alle geschnetzelt? Das kann ja wohl nicht angehen. Mit Barfu verloren. You've discovered a mana shrine. Ist so cool, dass da zwei sind, aber ist mir egal. This shrine reduces the cost of your spells significantly, allowing you to cast more frequently. Die Dinger werden auch überhaupt nicht gebaut. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich baue mal ein paar mehr. Das wird schon helfen. Oh oh. Oh 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 oh. Heil die Sau! Alle heilen! Scheiße, ich habe keinen Mana mehr. Damit kann ich sehen, was dort ist. Schmiede schnell. The forge spell can be used to accelerate the construction of defenses. Ach, guck mal. With one cast equating to one defense part. Can also be cast on completed defenses to quickly repair them. Your dungeon is under attack. Your Nein, mein Dungeon ist nicht mehr under attack. Battle. Okay, was haben wir hier freigeschaltet? Ein Mana-Schrein. 40% verringerte Kosten. I like it. Den müssen wir haben, Freunde. Den haben wir leider noch nicht erobert. Es brennt nur einmal. Ja, genau, Nobody. So ist das. Ich bin nur noch mit dem Handy drin. Oh, das ist natürlich scheiße. Ich bin immer noch sehr angetan, wie viel sie vom Original behalten. Ja, das finde ich auch geil, Paint. Aber deswegen sind ja auch die Originalentwickler, glaube ich, mit dabei gewesen bei dem Projekt hier. Oder sind es halt immer noch, weil das Projekt ist ja zum Glück noch nicht abgeschlossen. Mana-Schrein ist geil. Also das war sehr sinnvoll. Hier können wir uns noch ein bisschen goldig sichern. Yes, yes, I know. I know, I know. Each tile will store 1000 gold, meaning the room is effective at any size. Oh ja, noch eine Stufe 5er hier hin. Ich finde es super, dass wir... Oh, neue Foltervorrichtung. I like it. Die müssen wir mal ausprobieren. Dich wollen wir haben. Stufe 5 ist immer cool. Ah, es ist so schön. Mit schließenden Gittern. Autsch. That hurts. Ich mag Foltern. Also, in dem Kontext hier. Sonst natürlich nicht. Ihr könnt da auch Zeug machen. Wie wär's, wenn wir jetzt mal ein paar Tränke brauen? Nämlich sowas transportieren.
Turbo Frost Potion, Workaholic. Tempo Potion, da haben wir auch mal ein paar von. Oh, noch ein Transportieren. Hier ist noch ein Gefängnis. Haben wir das schon? Ja, das haben wir. Okay, hier müssen wir durch. Aber wo werden wir attackiert wieder mal? Ah, das ist nicht geil hier, das. Ich glaube, die haben einen von uns fast gekillt. Oder haben ihn gekillt. Bin mir nicht sicher. Ich heile mal zur Sicherheit. Ja, aber jetzt gehen sie drauf. Sehr gut. Schlag sie nur K.O., damit wir sie gefangen nehmen und dann foltern können. Weil foltern beste. So, da haben wir noch ein bisschen Alchemielabor. Für noch zwei weitere Dings. Ich weiß nicht, wie ich die Tränke herbekomme, aber das sehen wir dann noch. Hier oben können wir noch was bauen. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich nichts mehr so wirklich, oder? Ich glaube, wir brauchen nichts mehr so wirklich. Eine Bestienhöhle wäre natürlich nochmal cool. Wenn wir noch ein paar mehr Bestien haben. It's been a while since I complimented you. With good reason. Also wirklich. Der ist aber nicht nett, der Kerl, heute. Stattdessen gib mir noch ein bisschen Viehzeug. Die sind auch immer extrem cool. Man kann die Woche einfach nicht besser starten als mit einer ordentlichen Folterung. Ja, Pain, ja. Gefoltert werden muss ja nicht sein, aber foltern. Foltern ist einfach super. Ja, hier waren wir ja auch eben noch, genau. Das habe ich noch gar nicht freigeschaltet, so ein Dreck. Wie wäre es, wenn wir die einfach mal alle hier hinbringen? Ah, viel Zeug, sage ich dir, viel Zeug. Ich weiß schon wieder nicht, was ich hier bauen wollte. Bestienhöhle, das wollten wir haben. Okay, wir haben sicher wieder volle Gefängnisse, oder? Nicht so wirklich. Ja, da schreit er. Ich brauch Gold. Gib mir Gold. Wir finden gleich. Wir haben gleich eh wieder genügend in den Kerkerzellen. Ist okay. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Your vault is empty. Wir haben kein Geld. Shitty, wir haben kein Geld. Ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren, wo was hin muss, aber ist ja nicht so wild. Ich sehe auch nicht, wo wir Tränke haben, Leute. Geht der Trank? Nee, Brauchfortschritt ist noch überhaupt nicht vorhanden. Oh well. Ist ja nicht so wild. Mehr Beasts. Beasts. Warum ist meine Vault eigentlich noch empty? Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ist mir ganz egal, wir brauchen gerade keine Leute, wir brauchen nur Gold. Wir brauchen goldige Statuen. Okay, hier hinten geht's weiter. Gehen wir mal hier lang. Meine Imps werden sicher schon Spaß haben. Ah, das finde ich so blöd, das sind die Verteidigungsanlagen des Mana-Sperren. Das finde ich ziemlich dämlich. Gut, dann haben wir hier auch noch Essen. Hier unten könnten wir noch welche unterbringen, aber das ist auch unnötig. Wisst ihr was? Wir machen hier was anderes hin. Machen hier eine kleine Kaserne hin oder sowas. Oder einen Wachraum? Ich könnte ja auch hier so einen Außenposten hinmachen, der nicht eingenommen werden kann. Ist egal, mach ruhig. Kaserne da. Machen wir eine Kaserne hier hin. Ich glaube, ich kann gerade keinen Wachraum bauen oder sowas. Hier. Nee, hier sollte noch nicht gehen. Hier ist nämlich noch ein Knast. Wir brauchen mehr Leute. Danach könnt ihr verschwinden. Hey, ich habe gesagt, soll da hin. Dankeschön. Ich habe ein bisschen lang gebraucht zum Reagieren, oder? Nicht nett. Meine kleinen Imps machen nicht das, was sie sollen. Das finde ich nicht so cool. Das, okay, doch, sie machen ein bisschen was sie sollen. Okay, könnt ihr hier noch hin? Und danach dürft ihr euch wieder euren Angelegenheiten widmen. Wenn genügend da dran am Dingsen sind, ist das super. Dann nehmen wir wieder unsere zwei. Ich würde gerne welche ausschließen wollen. Doch, Moment, ich kann welche ausschließen davon. Warte mal, wo ist denn hier? Ich will, dass ihr den Mist hier untersucht. Da, die Artefakte, untersucht. Oh, ihr sollt nicht resten. Das geht ja mal gar nicht.
Ihr sollt Artefakte untersuchen. Hier sind leider keine Artefakte. Das ist das Problem, ich krieg meine eigenen Minions nicht. Das ist sehr gut. Ich bekomme halt keine eigenen Minions. Ich kann die nur bekommen, indem ich sie aus Zellen befreie. Und das ist ein bisschen doof. Ich meine, den Trakt hier müssen wir noch freilegen. Das dürfte gar kein Problem sein. Vor allem, wir haben ganz schön viele davon jetzt. Das heißt, wir werden viele Fallen schnell bauen können. Auch wenn die so ein bisschen rumfurzen, aber ist okay. Ich habe euch trotzdem gern. Ich will die halt nicht dauernd wegnehmen, weil wir haben nur zwei. Genau wie wir nur zwei davon haben. Wir haben zwei Vor... Ah, guck mal, wir haben doch noch ein paar mehr. Hier ist unser Bade. Kesselknacker. Wir haben zwei Vorhut, drei Wärter, zwei Feuerspucker. I like it. I like it really much. Wir müssen auf jeden Fall ihre Leute gegen sie selbst antreten lassen. Das ist einfach nur schön. Your minions are under attack. Ja. Welcome to my island paradise, laddie. Wo sind wir denn under attack? Oh, ja, ehrlich. Das ist ja strange. A vanguard has been converted in your torture chamber. Oh, warum sind denn hier meine Leute, die ich nicht sehen kann? Narling lost. Oh, jetzt habe ich einen Narling verloren. Das ist nicht so cool. Dafür ist jemand converted worden. Das ist immer gut. Gerade sind wieder alle so ruhig. Oh, und ich muss gleich erstmal einen Cut machen, Leute. Aber diesmal immerhin ohne Zwischenfall. Okay, da oben geht's auch noch weiter. Das ist cool. Haut nur die Feinde kaputt und dann geht's los. Der Heilspell ist besser geworden. Den haben sie jetzt in so einem kleinen Radius gemacht. Der war vorher, glaube ich, immer nur ein Minion. Und das ist jetzt auf jeden Fall viel schöner. Vor allem, wenn man nicht immer das eine Minion raussuchen muss, das ein bisschen beschädigt ist oder so. Dann kann einfach auf die Gruppe halten und alle werden geheilt. Das ist definitiv eine absolut gute Verbesserung. Ja, seht schon, wir haben gleich die ganze Karte erschlossen. Ich will auf jeden Fall noch die letzten 5 retten, dann machen wir weiter. Aber der ist schon mein. Ah, weil das Brücken sind, okay. Haste, ready! Your minions are under attack. Oh oh. Have fun. Hau die kaputt, bitte. Dankeschön. Transmutation ready. Ah, Transmutation ready, I like it. Ah, okay, dann kann man die dort nutzen. Dann kann ich einfach sagen... Spread a large amount of fool's gold across any affected tiles that do not already contain gold. This fool's gold cannot be absorbed by the Aureate Monolith or Colossus and must be mined manually. Your minions fight the enemy. Also Narrengold kriegen wir dadurch. Kommen wir dadurch. Nehmen wir das hier. Und es wäre gut, wenn ich irgendeinen Raum erweitern wollen würde. Zum Beispiel hier. Das hier ginge. Ja, komm. Work a lot ready. Hier können wir auch noch einen machen. Work a lot will significantly increase the working speed of all minions affected for a short period. Transmutation ready. Your minions have engaged the enemy. Dann muss ich sagen, hätte ich gerne. Wo sind die denn? Hier sind keine am Arbeiten. Wo sind die Typen denn hin? Ich weiß, dass wir doch irgendwo welche haben. Haste, ready. Nee, es funktioniert nicht. Da ist niemand am Arbeiten. Wo sind die Typen denn? Wo sind denn meine zwei Naps? Okay, warte mal. Zwei Naps. Hier hin. So. Your creatures are in combat. Haste will increase the movement speed of all minions affected, but it will gradually wear off over time. A new sin has been researched. You've identified an artifact of experience. Activate it to increase the level of all your minions by one. Oh, nice. Alle Einheiten um 1 erhöht das Level, das ist richtig cool. Ich weiß nicht, wie ich diesen Dings wieder loswerde.
Okay, Rechtsklick drauf. Super. Hier können wir auch noch reinballern. Kriegen wir nämlich mehr Gold und Gold ist cool. Okay. Sehr schön. Das schaffen wir noch, das Level, komm. Warum macht er das Ding nicht kaputt? Macht's kaputt. Okay, dann müssen wir hier unten noch kaputt hauen. Da ist ein wunderschöner Arbeiter am werkeln. Da kriegen wir unsere letzten Minions und dann können wir das Level beenden. Ich lasse jetzt einfach mal weiterlaufen, Leute. Weil muss. Aber es funktioniert so gut, das Spiel. Und es erinnert mich so an Dungeon Keeper 3, dass es einfach nur schön ist. Und wir haben mehr Sünden. Oh, drei Sünden auf einmal. Ja, moin. Diesmal haben sie aber richtig losgelegt, ne? Wow. Das wäre doch mal was. Will empower your workers to mine enemy walls, summon constructs, and move. Ah, hier kriegen wir neue Leute. Hier ist noch ein Barde, den würde ich gerne mitnehmen. Der wird auf jeden Fall konvertiert. Das ist noch ein Kesselknacker. Sehr gut. Vor allem mit dem Ritual können sie auch gegnerische Wände abbauen. Das ist eine sehr, sehr gute Neuerung. Oder eine sehr, sehr schöne Fähigkeit eigentlich. Gemein, weil man damit jemanden einfach tierisch abfacken kann. Ist auch gut Deutsch zu sagen. Komm mal hier hin, bitte. Einfach alles, mir egal. Oh, 80.000 Gold, sehr schön. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Gold Möglichkeit hier einbauen. Ein bisschen Goldlagerstätte. Denn momentan haben wir ja eine Menge Gold, das wir lagern könnten. Hier können wir noch ein paar Piglets hinsetzen. Das würde sie ja nicht wirklich viel bringen, aber hauptsache ein bisschen Gold verbrauchen. Hatte ich hier nicht auch Gold hingesetzt? Ist das immer nur der eine? Ich dachte, im ganzen Einflussbereich kommt Gold. Oh well. Eine Bombarde fertiggestellt. Hier ist noch ein Artefakt, das identifiziert werden muss. Da sind meine zwei Leute. Drei Leute mittlerweile, sehr gut. Alle dort bitte arbeiten, Freunde. Powernaps könnt ihr dann anders halten. Ah, ist das schön, dass sie fliegen können. Ich mag das so. Okay, wir sind, glaube ich, bereit, hier ein Ende zu machen. Hier geht's dann durch. Bis hierhin. Wir können die auch einfach durch... Nee, durchbuddeln können wir nicht. Schade. Oh, und hierhin ging's auch. Und hier kriegen wir noch mehr Gold. Da kriegen wir noch... Refugien. Hier, das müssen wir zerstören. Nee, wir gehen den Weg hier. Scheiß auf Gold. Die sind, obwohl, die sind überall Fallen, ne? Okay, vielleicht gehen wir doch hier oben rum. Das wird lustig. Hallo Retro-Fan! Schön, dass du da bist. Wir werden auf jeden Fall ihre Leute erstmal opfern. Apropos, habe ich noch welche in den Kerkern? Ich meine, ich brauche sie ja jetzt momentan nicht für Gold. Zumindest nicht unbedingt. Da ist keiner in den Kerkern. Wo sind die anderen Kerker? Ich habe die Karte nicht so im Kopf. Ich sollte die vielleicht mal so betrachten. Weil so ist richtig rum. Ja, hier haben wir ein paar. Nehmen wir die mal mit. Okay, foltern. Ich will mehr davon haben. Irgendwie genießen die das gerade. Das finde ich so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Ein bisschen befremdlich. Du auch. Ich brauche kein Gold, also wirst du gefoltert. Eigentlich hätte ich noch gerne einen. Ich weiß nicht, ihr wollt, glaube ich, essen, ne? Ja, ihr braucht Essen. Hier haben wir doch noch eine Taverne, die ich gar nicht weiter ausgebaut habe. 0 von 4. Nicht wirklich viel. Können wir noch eine größere Taverne hier oben irgendwo hinbauen? Denn eine Taverne fehlt. Hier ist Gold. Goldlagerplätze. Bombard complete. Hier können wir noch eine Taverne hinbauen. Warum auch immer, aber warum nicht? Hier können wir noch ein paar Piglets hinsetzen. Wir machen es, glaube ich, lieber andersrum. Hier kommen die Piglets hin, hier die Taverne. Direkt beim Knast, finde ich super. Weil ich so viel Geld gerade verbrauche, können wir auch einfach mal das wieder machen. Warum kann ich ihn nicht? Hallo?
Okay, dich kann ich nicht zu Gold machen, also wirst du getortured. Wo bist du? Torture? Aber jetzt funktioniert das Torture nochmal schneller. Das ist sehr, sehr schön. I like it very, very much. Wir haben definitiv zu wenig Leute, die daran arbeiten. Ja, ich will hier noch ein bisschen Worker Potions haben. Die daran arbeiten, unsere Artefakte hier zu erforschen, weil, hallo? Wichtigste Aufgabe, Freunde. Endlich Feierabend, Retro-Fan. Das freut mich. Bis dann, Nobody. Dir auch noch einen guten Start in die Woche und ein schönes Wochenende erstmal vor allem. Chat-Gefolge ist auch schön. Komm, erforscht mal. Besiege ready. A fire breather has been corrupted in your torture chamber. You've identified. Sehr gut. Ah, guck mal, wie schnell das geht. Geil. A new sin has been researched. Und was ist das? Ah, Level Up! Yay! Geil! Oh, wenn wir noch so eins hier erforschen können. Wenn wir noch so eins erforschen können hier, nämlich dieses. Erforschen. Los. Nein, du sollst erforschen. Erforsch. Du bist noch unter dem Einfluss, hoffe ich. Wir haben so viele Sins, die bringen uns nichts mehr. Hat wirklich schnell genug gearbeitet, der Penner. Dreckig. Die wollen alle nur futtern und alles. Die sollen nie arbeiten. Was seid ihr denn für Schweine? Okay, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Oh. Yes, please. Das können wir gebrauchen. Your units have been made happy. Your ritual is ready to be cast. Warte mal, hier hinten, hier. Wo war der? Da ist der Bade. Bade. Du musst gefoltert werden, denn ich will dich haben. Du sollst die Moral verbessern von uns allen, denn das scheint ein großes Problem für alle zu sein. Also bitteschön, have fun. So's. Dann kann der Bade. Könnt ihr alle mal hier hingehen? So, und dann sage ich euch allen: Go! Sehr gut, Leute, das läuft. Hier noch ein paar Bestien. Zap, 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 damit ihr ein bisschen schneller seid. Ach, ich brauche Mana dafür, damit ich die aufheben kann? Blade Lotus complete. Okay. Ist cool, ist cool. Ich brauche echt. Guck mal, ich brauche Mana zum Aufheben. Das ist neu. Das habe ich noch überhaupt nicht gemerkt, Leute. Deswegen klappt das manchmal nicht. Sehr interessant. Ich brauche jetzt für jede Interaktion Mana. Das ist sehr cool. Aber auch gefährlich. Deswegen muss man echt aufpassen, für was man sein Mana einsetzt. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, Worker sind mit die beste Möglichkeit. Die beste Sache für Mana-Einsatz. Komm, haut sie tot. Wir haben doch eh keine Chance. Defense ready. Kann ihn nicht einsetzen bei mir. Hm. Oh well. Ihr haut sie schon kaputt. Ich kann euch noch ein bisschen Lebensenergie einhauchen. Wunderbar. Können wir noch schön. Die Zauber sind einfach nur cool, Leute. Die sind einfach nur klasse. Ich hätte mich auch reinsprengen können mit meinen Arbeitern, aber was soll's, wer braucht das schon? Ah, und da kommen sie alle an, die Fleißigen. Und noch ein Feuerspucker. Ich finde es so cool, dass wir die erobern können, die Typen. Oh, Stufe 10er. Oh, dann. Tada! Kann ich nur empfehlen, Retro-Fan, wenn du Dungeon Keeper 3 gemocht hast. Ist das hier eine super Investition. I do so love this job. Ah, schön. Dungeons 2 ist auch eine schöne Sache. Das werde ich auch mal spielen, denke ich. Behind Enemy Lines, sehr gut, Achievement. Das werde ich auch mal spielen, denke ich, aber das wird noch ein bisschen dauern. Cool.
but I fear your victory here will be a hollow one indeed. Ja gut, Kerkerarchitekt Level 6 innerhalb von 15 Minuten abschließen könnte man schaffen. Alle eingekerkerten Level 6 befreien. Das haben wir nicht geschafft, Scott Richmond? Was? Ich dachte, ich hätte die alle befreit. Oh, das macht mich traurig. Deswegen haben wir doch eine Stunde gebraucht für den Quark. Egal, wir machen weiter. Gucken, was das nächste Level bringt. Aber Leute, das Level sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Denn ich mache einen kleinen Cut. Bis dann, Leute. Tschüss.